Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Oblivion. Ja, den Bettler haben wir heute schon was gegeben, den gehen wir mal geschickt. Ja, wir sind zurück im Koroll, wir haben letztes Mal den Finger des Berges erworben, einen Blitzzauber, einen relativ starken, möchte ich mal anmerken. Hat Mitleid, Herr. Nein, hab ich nicht. Habe nichts zu essen. Jetzt nicht, ja. Du kannst von einer Münze den ganzen Tag leben. Hast du selber gesagt. So, und wir starten noch einen letzten Einkaufsbummel. Oder Verkaufsbummel, besser gesagt. Hier in Koroll. Nein. Hm? Oh, hallo. Wie geht es euch? Einen wunderschönen guten Tag. Ach nee, du bist ja der aus der Kirche, ne? Nee, aus der Magiergilde. Hm? Du hast was zur Magiergilde zu sagen? Wenn ihr ausreichende Fertigkeiten besitzt, bietet Atragar einen ziemlich mächtigen Frostzauber zum Verkauf an. Sehr effektiv, aber für Ungeschulte gefährlich. Also nichts für uns. Wir sind ungeschult. Und Gerüchte? Ich weiß nicht, was Erzmagier Draven gegen Totenbeschwörung hat, aber seine erste Amtshandlung nach seiner Übernahme der Magiergilde war, diese Praxis zu verbieten. Ja, schnatter, schnatter, schnatter. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren... Nein, danke. Ihr müsst noch viel lernen. Und Beschwörung war das. Nein, danke. Lebt wohl. Wir gehen jetzt zum Laden. Es stürmt immer noch so. Regnet zwar nicht, aber stürmt. Ziemlich krass sogar. Und es regnet wieder. Oh. Kurz die Fässer durchsuchen. Da kommt nämlich nach einer Weile immer wieder was rein, was man da rausgenommen hat. Die respawnen also sozusagen die Sachen da drin. Nette Leute füllen da immer nach. So, wir sind hier im warmen, kuscheligen Laden von Setneus. Was kann ich für euch tun? Ja, das weißt du genau. Erstmal Gerüchte erzählen. Hier in Koroll gibt es den besten Hammelbraten im ganzen Reich. Was für ein Hammelbraten. Freut mich, nur leider habe ich noch keinen gesehen. Schlimm. So. Kommen wir zum Geschäft. Genau. Ich würde gerne verkaufen. Und natürlich etwas feilschen. Gleich mal gucken, Waffen nimmt sie ja nicht. Ah, Rüstung auch nicht. Dann muss ich wieder alles bei der geizigen Schmiedin verkaufen. Naja. Tränke kann ich hier verkaufen. Gut, das hätte ich auch in der Magiergilde gekonnt. Der hätte mir, glaube ich, noch einen besseren Preis gemacht. Aber was soll's. Ich behalte ich noch. Oh, festigen Willenskraft und Lebensenergie wiederherstellen. Das ist ja mal ein super Trank. Oh, die kann ich verkaufen. Oh, gehen da alle 23 auf einmal? Ja, Tatsache. Ihr müsst mir schon ein besseres Angebot machen. Du akzeptierst nicht mal den Preis. Na, ob ich da nicht doch besser zur Magiergilde soll? Für die Tränke zumindest? Mach mal nachher kurz. Wir müssen ja eh noch in Richtung Waffenschmied. Das ist auch gleich auf dem Weg. So, Eranas Notizen, brauchen wir die noch? Ich glaube nicht. Aber eine Schriftrolle, die ein Kilo wiegt, schon klar. Was die wohl für eine Tinte benutzt hat. Aber ich denke, wir behalten es mal noch sicherheitshalber. Können es ja später immer noch verkaufen. Hier ist eine Seele drin, hier auch. Oh, und jetzt kommen wir zu was sehr Schönem. Okay, obwohl es traurig ist, dass ein Valastein, der eigentlich 1000 Gold wert ist, nur für 628 weggeht. Aber was soll man machen? Die verkauft man natürlich. Ich wüsste nicht, was man mit denen sonst anstellen soll. Und ansonsten, es gibt ja noch mehr als genug Eileiten-Ruinen. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich dieses Angebot annehmen kann? Ernsthaft? Warum denn jetzt plötzlich? Na gut, dann halt nochmal runter. Obwohl ich glaube, die akzeptiert doch der in der Magiergilde auch, oder nicht? Ich versuche es dann da nochmal, sonst komme ich halt noch einmal zurück. Das müsst ihr mir jetzt verzeihen, auch wenn wir jetzt völlig umsonst hier waren. Und noch ein zufriedener Kunde. Ah, das sind einfach so kleine Details, da muss ich drauf achten. Da will ich mich nicht von irgendwelchen Händlern über den Tisch ziehen lassen. Abkömmling von Orsinium. Ja, genau. Ich bin auch ein Ork. Ich weiß zwar nicht, ob ich von Orsinium bin, aber mag schon sein. Schnell zurück. Erstmal zur Schmiedin. Ich
glaube, für die Buchhändlerin haben wir ja nichts, ne? Wir haben keine großartigen Bücher oder Rollen gefunden. Mal abgesehen von den Notizen. Die behalte ich mal vorerst, wie gesagt, noch. Was? Ja, was? Nix was. Was hast du so gehört? Ich war letzte Woche in Chardinal und bin mir sicher, dass ich Reinald Jemane dort gesehen habe. Allerdings tat er so, als ob er mich nicht kennen würde. Wundert mich nicht, wenn du immer vom selben erzählst. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Hast du jetzt vielleicht etwas Stehlenes? Feinstahl, Streitkolben. Oh, Stahlkriegshammer! Ja, genau. Sowas habe ich gesucht. Genau sowas. Sonst noch irgendwas? Nein, aber Stahlkriegshammer, sauber. Gut, feilschen wir nochmal. Gut, bei ihr bringt es, glaube ich, nicht viel, aber versuchen können wir das mal. Das ist doch nicht euer Ernst. Na ja, eigentlich schon, aber gut. So, und jetzt haben wir doch tatsächlich was gekauft und nicht nur verkauft. Wer hätte es gedacht? Oh, ein neuer Streithammer, super. Stahlrüstung hast du nicht zufällig auch noch? Nein, leider nicht. Da hört's auf mit dem Glück. Aber hey, ein Stahlkriegshammer ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, Reparaturhämmer haben wir noch mehr als genug. Also können wir jetzt mal zum Verkaufen übergehen. Und da ist doch schon deutlich mehr, was wir verkaufen können. Erstmal gleich den Silberdolch. Unsere Preise haben wir ja schon gefunden. Ein gutes Geschäft. Das Kurzschwert behalte ich nach wie vor. Den Stahlbogen mal auch noch. Könnte ich eigentlich auch ein bisschen öfters machen. Mal einen Pfeil auf irgendeinen Gegner abschießen, den ich aus der Ferne sehe. Und eigentlich können wir unseren eisernen Kriegshammer. Oh, der ist ja beschädigt. Den repariere ich erst noch, bevor ich ihn verkaufe. Ja, doch, dann ist er auch mehr wert. Stahldolch können wir verkaufen. Brauche ich nicht. Unser Stahlkriegshammer, den behalte ich. Natürlich. Stahlpfeile. Haben wir so viele? Ich könnte eigentlich auch alle Eisenpfeile verkaufen. Wir versuchen nochmal hochzufeilschen, jetzt wo wir etwas besser sind. Nein, noch nicht. Die hier meinte ich. 100 Stück. 100 Gold. Immerhin. Macht mir ein besseres Angebot. Natürlich. Wieder zurückgerudert und jetzt aber. Daran habt ihr viel Gold verdient. Wenn man halt ein Angebot abgelehnt bekommt, sinkt auch die Punktezahl, wie sehr der Verkäufer uns leiden kann, um einen Punkt. Deswegen muss man da auch immer etwas vorsichtig sein. Puh, der ist ja auch kaum noch was wert. Naja, kannst du trotzdem haben. Ich kann nichts damit anfangen. Oh, du ziehst mich aber echt über den Tisch, Mädchen. Kann man nicht anders sagen, aber bitteschön. Du meine Güte, guck dich das an, der war über 2000 Gold wert. Ach du Scheiße. Ich überlege mir schon, ob ich ihn nicht einfach mitnehme. Aber womöglich ist der Schild dann in der nächsten Stadt, also der Händler in der nächsten Stadt dann noch härter. Ach, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Nein, die verkaufe ich sicher nicht bei dir. Auf keinen Fall. Du kannst froh sein, dass ich überhaupt was bei dir verkaufe. Ist ja echt eine Frechheit. So, wir reparieren kurz und dann. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Ja, ich glaub's dir. So ein Batzen Geld, wie du mit uns machst. Aber kurz reparieren und dann nochmal kurz ansprechen. Hätte ich eigentlich auch vorher dran denken können. Dieser Hammer ist eigentlich einfach herrlich. Guckt's euch an, immer noch 17 Schmiedehämmer. Das ist ja super. Gut, dann können wir gleich den Hammer umrüsten. Hübsch. Obwohl der Eisene doch etwas größer war. Aber guckt's euch an, der hat einen metallenen Hals. Der Griff ist, glaube ich, hölzern. Ah, schön. Sehr hübsch, der hat auch ein schönes Emblem hier. Oh, wow. Die Spitze möchte ich nicht ins Gesicht bekommen.
Aber wirklich sehr hübsch. Oh, die Pfeile können wir auch noch ausrüsten. Die Eisernen haben wir jetzt verkauft. Stahlbogen, Silberschwert, behalten wir alles. Gut, dann kannst du noch meinen guten... Was kann ich für euch tun? ...guten, altgedienten Hammer haben. Wir verkaufen nur vom Besten. Ja, ja. Was darf ich euch anbieten? Ja, ja. Ich hoffe doch, dass der Stahlkriegshammer nur das Beste ist. Gut, viel Gold hat es nicht gebracht. Aber etwas Waffenschmiedefortschritt ist doch auch nicht zu verachten. So. Und noch ein zufriedener Kunde. Ja, mehr oder weniger zufrieden. Aber hey, wir sind jetzt schon fast auch bei 4000 Gold. Sauber. Was sind wir jetzt? Level 5? Gut, wir könnten auf Level 6 hoch. Also ja. Gut, gehen wir mal noch in die Magiergilde und hoffen, dass wir dort den ganzen Rest verkaufen können. Der mag uns ja zum Glück doch etwas mehr als die gute Tekeus. Nein, du warst nicht der Händler. Das war Angalmo? Du warst das doch. Hallöchen. Schönen Tag. Ja, dir auch. Oh, er hat uns was zu erzählen. Ich vermute, ich weiß schon, was das ist. Seit der Ächtung der Totenbeschwörung hat die Magiergilde eine ganze Reihe Feinde mehr. Ah ja, so klar. So klar war das. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Aber hey, was soll's? Was hat der da eigentlich alles für Tränke? Hm, doch auch einiges. Ist also auch so ein fleißiger Tränkeschmieder, Brauer wie wir. Na, da hat er aber auch nur Novizensachen. Gut, gut. Können wir den noch etwas hochfeilschen? Wäre das nicht etwas verdrossen? Aber wir gucken mal, wir gucken mal. Es funktioniert tatsächlich. Nicht zu fassen. Fast 70%. Kriegen wir die 70% vielleicht noch? Oh, das wär's ja. Das wär's ja. Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Das will er dann doch nicht. Aber hey, das ist mal ein guter Preis. Tekeus. Nee, warte mal. Wie hieß sie? Nee, die Argonerin hieß anders. Aber deutlich besser als im anderen Laden. Auf alle Fälle. So, verkaufen wir mal noch die ganzen Tränke. Ich muss mal echt gucken, dass ich auch ein paar von den kombinierten Tränken hier verkaufe. Das werden sonst auch einfach zu viele. Oh, und wie viele? Oh mein Gott. Magika wiederherstellen und Feder wäre eigentlich schon gut. Den Mühsalgifttrank können wir verkaufen. Die hier auch. Ist auch nur Mühsal. Schadengeschicklichkeit brauche ich auch nicht. Ja, verkaufen. Bitte. Danke. Oh, Schadenlebensenergie. Nein, den behalte ich noch. Und Schadenmagiker. Oh, Schadenmagiker. Das wäre gar nicht so schlecht gegen Magier. Das behalte ich mal noch. Die Lähmung widerstehen behalte ich auch. Feigheit. Entzug Willenskraft 5. Ach nein. Nein, nein. Ein exzellentes Geschäft. Haben. Schockschild 20 Sekunden ist auch nicht schlecht, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Lebenstränke, Magietränke, Ausdauertränke wollen wir alles mal behalten. Oh, und ein Krankheitsheilungstrank, den auch auf alle Fälle behalten. Meine Güte. Sind das viele Tränke? Ja, da muss ich dann echt mal gucken, dass ich das off-Kamera mal ein bisschen sortiere und dann auch verkaufe. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Gewicht wir noch dann haben, weil eventuell bleibt ja auch nichts anderes übrig, als das noch vor unserem Aufbruch zu machen. So, wie gesagt, die Seelensteine waren ja alle gefüllt und jetzt die Valasteine. Na gut, so viel mehr ist es, glaube ich, nicht. Aber jedes bisschen hilft, das wissen wir ja. Das ist ein gutes Angebot. Oh, 5000 Gold. Und es hört noch nicht auf, Leute. Das hört noch nicht auf. Das wird noch mehr. Soll ich einen Wicklingstein behalten? So als Andenken? Hätte ich eigentlich auch einen Valastein behalten können. Wie viel kostet das jetzt, wenn ich den zurückkaufe? Klar, 1500 Gold. Du kannst mich mal. Kriegst auch gleich den ganzen... Die ganzen Wicklingsteine. Ist ja eine Frechheit.
Ja, nochmal 560 Gold. Immer her damit. Sauber. Wirklich, wirklich gut. So, damit wär's das eigentlich auch schon. Beehrt uns bald wieder. Ja, doch, doch, doch. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Gut, dann sehen wir uns doch jetzt mal um. Könnt natürlich nochmal schlafen fürs Level Up, aber das hat eigentlich Zeit, ne? Ja, ja. Gut, gut. Inventar. Ach doch. Ist jetzt nicht massig viel, was wir übrig haben am Platz, aber das reicht. Wir gehen ja nur von einer Stadt zur anderen und erkunden nicht tausende von Dungeons. Das passt schon. Dann können wir uns eigentlich auch schon mal auf den Weg machen. Was haben wir denn für Uhrzeit? 3 Uhr nachmittags. Na gut, aber ich will jetzt nicht stundenlang hier warten. Wir schwingen uns jetzt aufs Pferd und gehen los. Mal gucken, wie weit wir in der Folge noch kommen. Wahrscheinlich nicht sehr weit. Dass wir schon mal aus der Stadt raus sind. Tschüss sagen zu Bree, was so gut zu uns war und so nett. Und so unnett und nicht gut zur gleichen Zeit. Tja, tschüss, Koroll. Warte mal, habe ich vorhin wirklich Koroll gesagt oder was anderes? Ja, ich werde es beim Durchsehen nochmal hören. Ansonsten amüsiert euch darüber, über meine Versprecher. Tut ihr sicher sonst auch schon. Es wäre schön, wenn es schöneres Wetter hätte zum Abschied. Nein, es muss natürlich regnen wie aus... wie aus Wasserfällen. Aber egal. Wir holen uns unser Pferd. Gucken, dass wir nicht von dem Kurier da überritten werden. Erneut. Hm, Hallöchen. Wenn ihr ein Pferd kaufen wollt, sprecht drinnen mit Bongond. Du hast hoffentlich gut zu meinem Pferd geguckt, hoffe ich doch. Ein weiteres brauche ich nicht. Vorerst nicht zumindest. Vielleicht lege ich mir ja dann mal eine Pferdesammlung an. Wer weiß. Hallo, Pferdchen. Hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, du hast mich nicht vermisst. Nicht zu sehr vermisst. Etwas vermissen darfst du mich schon. So, wir machen auch schön brav das Tor wieder zu. Und kaum sind wir aus der Stadt draußen, ist das Wetter wieder besser. Ich glaube, es will uns was sagen damit. Wir müssen uns echt mal aus Koroll verduften. So. Auf die Folgenlänge gucken. Ja, doch eine Weile können wir hier schon noch des Weges reiten. Müssen aber gut darauf achten, auf Feinde nicht, dass die unser Pferd angreifen. Jetzt können wir natürlich keine Zutaten sammeln auf dem Pferd, das geht nicht. Aber hey, ich glaube, zum Alchemie kommen wir noch mehr als genug. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube auch, den ganzen Weg hier runter dürften jetzt keine Gegner kommen, weil wir die ja schon beim Hinlaufen erledigt haben. Die respawnen nicht so schnell wieder. Und ansonsten ist es eben so. Müssen wir schnell vom Pferd runter. Ach, schön. Dahin reiten im Sonnenschein. Mit leichtem Wind, das uns durch die vom Helm bedeckten Haare weht. Ja, was haben wir denn nicht mit unserem Zopf gemacht? Haben wir den jetzt abgeschnitten? Naja, ich wette ja, er ist gleich wieder da. Wenn wir den Helm absetzen. Aber immerhin glitscht er nicht durch den Helm durch. Das wäre es ja noch. Sieh mal, unser Pferd ist sogar beschlagen. Das sind Hufeisen. Sehr gut. Hat der Prior gut zu seinem Pferd geguckt. Wir hätten eigentlich auch noch kurz Geoffrey Tschüss sagen können. Aber ich glaube, der meint eh schon, dass wir längst auf dem Weg zu Martin sind. Ja, waren wir ein bisschen egoistisch. Und haben nun an uns gedacht und unser Reichtum. Aber hey, wo bleibt man denn sonst? Wenn man nicht auch mal ein bisschen an sich denkt. Ja, Serpentinen reiten. Mal gucken, was das Pferd für eine Kurvenlage hat. Gutes Pferd, gutes Pferd. Könnte man ein bisschen tiefer legen, aber... so ein Quatsch. Oh, 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 oh. Ein Feind. Ich höre einen Feind. Und er stürzt sich gleich mal auf die kaiserlichen Wache. Ja, danke schön für die Hilfe. Und unser Pferd
stellt sich gleich mal noch so richtig schön provokant davor. Sehr schön. So. Ja, ihr seht, ein Pferd auch kein Garant dafür, dass man nicht angegriffen wird. Hey du, ich will mal kurz noch ein Wort mit dir wechseln. Dankeschön, ja? Übrigens. Hast du Gerüchte zu erzählen? Die Wahrheit ist, dass die Legion nicht weiß, wer hinter dem Mord am Kaiser steckt. Immer noch nicht. Wir haben die dunkle Bruderschaft schon ausgeschlossen. Ist dies also etwas Schlimmeres? Ja, den Stand hattet ihr auch schon von ungefähr einer Woche. Wenn ihr auf Schwierigkeiten stoßt. Nicht gerade sehr, sehr flink, die Jungs. Die müssten doch die Leichen in den Gefängnisversteck schon längst entdeckt haben. Und da steht ja dran, mystische Morgenröte. Made in Taiwan oder so. Gott, wie dämlich. Karte. Eine Karte wäre von Nutzen. Da können wir mal gucken, wo wir durch müssen. Das habe ich nämlich noch gar nicht. Einfach mal blind drauf losgeritten. Ja, das ist schon noch ein ganzes Stück dafür, dass es schon Abend ist. Vielleicht kommen wir an einer Herberge vorbei, aber ich fürchte, nein. Ach, reiten wir eben durch die Nacht. Wir haben es ja eilig. Wir müssen eh im gestreckten Galopp drauf los. Da ist noch eine kaiserliche Wache. Aber die wird uns nicht groß was anderes, oder? Bist du eine Wache? Sprecht. Ja, bist du. Ja, die wird uns wohl nur dasselbe erzählen. Aber erzählen, ich denke, ich höre jetzt hier auf mit erzählen und beende die Folge. Ja, wir können uns auch zumindest mal von der Seite angucken, ausnahmsweise. Ansonsten müssen wir uns niedersetzen, damit man uns von vorne betrachten kann. Sehr schön. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.